So, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play-Teil von Temtem. Wir sind nach wie vor in Tukma, um genau zu sein in Quetztal oder wie das hier heißt. Und letztes Mal hat man ja kurz gesehen, dass wir an dieser einen Arena hier oben waren. Und ja, da bräuchte man eigentlich Schlittschuhe, aber das ist wohl mit Absicht, dass man da jetzt keine hat. Aber der gute Luxori ist natürlich auch dabei. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Heute auch etwas lauter als letztes Mal. Und... Und ja, wir werden jetzt einfach mal erstmal einen Plan ausarbeiten, weil die Temtem, gegen die wir ja letztes Mal gekämpft haben, die waren ja... Also, da war es ja Standard, dass die Level 45, 46 sind. Und da reden wir jetzt ja nicht von Larifari-Temtem, sondern das waren ja die entwickelten Superviecher. Deswegen müssen wir uns da mal was einfallen lassen, wie wir dagegen ankommen. Aber unsere Temtem leveln ja zum Glück gut mit. So, ich würde sagen, dann gehen wir jetzt gleich hoch in die Arena und versuchen erstmal einen Weg zu finden, wie wir da gut durchkommen, ne? Bei diesem ganzen Kristallfeldern. Mit unserem Level 36 Viechern? Was? Ja doch, wir probieren das einfach. Warum nicht? Ich meine, da müssen wir halt mehr die Schwächen des Gegners ausnutzen. Da bleibt uns ja nicht viel anderes. Oh, warte mal, was ist denn das hier drüben? Was ist das hier denn für ein Laden? Tut mir leid, keine Vermummung. Ach ja, komm, Alter, okay. Wir müssen den also erst komplett natzen, damit wir hier überhaupt in dem Laden was machen können. Und dann kriegen wir wahrscheinlich unsere Schlittschuhe und unser Board und alles wieder zurück. Okay, rein hier. So, ich bin gespannt. Das Quetzal-Dojo. Oh, okay. Alle. Okay, dann nicht. Okay. Also gehen wir wieder hier runter. Okay, alles klar. Okay, Alter, das ist ein riesen Eisfeld. Haben wir den Kampf letztens geschafft? Ja, eigentlich schon. Oder? Ja. Ja, den haben wir geschafft. Okay, jetzt lass uns erstmal. Okay. Oh, guck mal. Item. Mini-Kristall. Will der kämpfen? Noch ein Besucher? Okay, ich bin schon weg. Alles da. Oh, Abpraller. Wo bist du jetzt hingeflogen? Ich bin hier gerade... Ah, okay. Hä? Ich bin gerade nicht so sicher, wie das hier funktioniert. Wieso kriegt man denn hier immer wieder Abpraller? Könnten Sie bitte mal aus dem Weg gehen, Herr NPC? Danke. Ich krieg das nicht hin. Oh, guck mal, jetzt bin ich hier unten. Oh, wow. Okay. Drehen die sich immer, die Dinger? Ach so, hier unten kann man... Aua. Ach, lol. So, nach links. Ah, oh, toll. Ja, toll. Hey, ich bin woanders. Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin die andere Treppe. Aber ich glaube, da sollte man auch nicht hin. Shit. Ich habe ein Problem. Ah, guck mal, jetzt geht's weiter. Ich bin die ganze Zeit nach links und rechts hingeschlittert. Ich konnte nichts mehr machen. Mit mir wird hier gerade Flipper gespielt. Genau so wie das. Oh, toll, jetzt bin ich wieder am Anfang. Ach, shit. Okay, ich glaube, ich habe gerade noch was gefunden. Das hier, das wird einfach wieder unsere dermaßen Inkompetenz einfach zeigen. Ja, super. Also geht hier auch nichts, oder was? Okay, die bewegen sich gar nicht. Okay. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Hm. Ich glaube, okay. Der NPC hatte mich gerade eingequetscht. Sollen wir uns mal wieder zusammenführen? Hey, du hast einen Kampf getriggert, okay? Ja, ich bin irgendwie in die Mitte reingekommen, ich weiß nicht wie. Ah, was haben wir denn? Ah, die beiden, okay. Let's go! Beta-Ausbruch, ich glaube, das Gansch müsste vierfach Schwäche haben, wenn ich mich richtig erinnere. Alter, 10 Level drüber, ey. Das wird jetzt interessant. Luxorio, das wird jetzt spannend.
wird wie meine körperbetonten Oberteile. Spannend. Und du kriegst es mal wieder hin, die Attacke zu machen, gegen die er gar keine Schwäche hat. Weil ich glaube, irgendwas mit Kampf oder... Das Vieh hatte Schwäche Wasser. Kampf und Wasser. Ja. Ich hab natürlich direkt den ersten Hit wieder abgekriegt. Yay, Magmis, Level 31. Wow. Nessla. Okay. Toll. Ich probiere mal kurz Hypnose. Einzige, warte mal, lass mich das mal ausprobieren. Das Einzige, was bei mir an Wasser ist, brauche ich eine Runde mehr. Oh, alles klar. Dann noch schön den Skill Resistenz. Okay. Ja, GG! Lecker mio. Er wird sich aber selbst verletzt. Jetzt ist deine Chance. Und du setzt Würgen ein. Ach so, das dauert ja wieder. Stimmt ja, da war ja was. Ich glaube jetzt... Halt, stopp. Ich sollte vielleicht nicht angreifen, weil das kostet mich... Leben, ich setze eine Runde aus. Ach, du musst dich ja ausruhen. Da war ja was. Nice. Sehr schön. Go, go, Power Rangers. Oh, mit 4 ist 40. Du alter Sack. Oh, wie bist denn du überhaupt hier hingekommen? Mach nicht. Irgendwie. Moment. Ich glaube, wir müssen jetzt hier hoch. Ja, okay. Jetzt. Oder auch nicht. Warte, vielleicht so? Okay. Okay, ich glaube auch nicht, dass wir so lang müssen. Warte, lass mich mal kurz. Warte. Vielleicht so. Aha. Dann jetzt vielleicht. Okay. Bewegt es sich der da hinten? Aha, ja. Yeah, ich habe nochmal Trainer gefunden. Achso, deswegen bin ich hier stehen geblieben. Aber ich habe nochmal Trainer gefunden. Nice. Sehr attractive. Und das hakt jetzt ein bisschen. Ja, das dauert einen Moment. Es ist halt, ich hoffe, irgendwann mal kommt der Tag, an dem wir richtig uns sehen, wo wer eine hinläuft. Adoroboros, warte mal, der war Psycho oder halt mental. Was hat er für eine Schwäche? Wir haben das vor kurzem auch erstmal rausgefunden. Ich weiß noch nicht mal, was seine Schwäche war. Ich glaube, Elektro? Elektro, glaube ich. Probier's mal mit Elektro. Bin ich gespannt. Yes. Okay, wir lagen richtig. Au. Ich bin wieder weg. Ach, Mann, ey. Komm, leck mich doch an. Ich bin wieder 2 Attempts weniger. Ich weiß, was dieses Nessa will. Was denn? Bukake. Okay, du hast dein Sherald. Mal gucken, ob ich jetzt mal Hypnose benutzen kann. Ob das jetzt mal funktioniert. Oh, shit, Alter. Der größte Buttplug der Welt. Alter. Okay, du kannst diese Temtem ganz offiziell hier nicht einschläfern. So eine Kacke, ey. Immer diese Einschläferresistenz. Ja, keine Ahnung. Ich wechsle auf Gazuma. Ich finde den Namen einfach immer schon so mächtig. Gazuma. Meister der Synergie? Psychischer Kollaborateur? Was war das denn? Alter, die Psycho-Attacke will ich auch. Und das geht aber nur, wenn du mit einem anderen Adoroboros bist, oder was? Jetzt hat er das eben nämlich nochmal eingesetzt und das sah total billig aus. Vielleicht einem anderen Psycho-Pokémon. Lol, das war ja gerade richtig abgefahren. Ich will unbedingt wissen, wie die Attacke funktioniert. Ich hoffe, irgendwann habe ich mal eins, das so eine Attacke kann. Das war ja gerade einfach nur mächtig, ey. Holy shit. Alter.
erstmal richtig wie so eine Anime-Explosion. Ey, was soll das denn? Holy fuck, Alter. Erstmal die Temp-Flasche benutzen. Achso, das Ding da drüben dreht sich nie. Das sehen wir nicht, ich bin schon wieder bei dem Ich bin schon wieder am Anfang. Oh, ich bin bei einem Item gelandet, nice. Wachstumsmittel. Schön für dich. Ich spiel mal gerade ein bisschen Ping-Pong. Am Anfang. Ach komm schon. Ich check's nicht. Bin mir gerade auch recht unsicher. Hier waren wir ja schon. Oh mein Gott, Alter. Okay, ich glaube, ich weiß ungefähr, aber du brauchst für das, was man machen muss, ein ganz gewisses Timing, sonst geht hier gar nichts. Aha, das ist nämlich neu. Hier war ich noch nicht. Aber ich glaube, hier geht es auch nicht groß weiter. Okay. Okay, so bist du hier hingekommen. Okay, da kann ich mich nur so abprallen lassen. Dann bin ich im Unendlichen hin und her. Macht nämlich keinen Sinn. Bewegen sich auch nicht. Okay, Moment. Ich bin schon wieder am Anfang. Ich glaube, das Ritz ist ja mal ein wichtiger Abfall. Yes, ich bin endlich bei den drei Items. Okay, wir haben Tonikum, Salbe. Nice! Du hast es auch geschafft, sehr gut. Was muss ich gar nicht sehen. Ich bin auch hier auf derselben Plattform. So, ich bin wieder drüben. Okay, aber von irgendwo muss es hier weitergehen. Das gibt's ja nicht, dass man hier nicht vorwärts kommt. Muss ja hier irgendeine Möglichkeit geben. Halt, stopp! Jetzt reicht es! Jetzt bin ich ja auch im Unendlichen hin und her. Wie kommen die Leute alle dahinter? Das frage ich mich. Es muss doch hier... Irgendwas übersehen wir. So, das hier geht straight rüber. Das Ding führt dich einfach nur jedes Mal wieder zurück. Yes! Okay, du brauchst nur Timing. Ich hab's geschafft. Du brauchst einfach nur Timing. Wir waren schon auf der richtigen Insel, haben einfach nur nicht den nächsten Ausgang gesehen. Okay, okay. Psyche und Geralt. Warte mal, was war die Schwäche von diesem Nidrasil? Wir haben das letztes Mal gehabt.
Ich kümmere mich auf jeden Fall erstmal um Seipat, weil ich weiß, dass der Schwäche hat. Nee, hat er nicht. Okay. Ich auch. Giftige Klauen. War die mit ihrem Gift hier, ne? Das geht einem auch so richtig auf die Eier. So, dann kriegt er von mir noch einen Psy-Schub. Nicho Sai. Was tut jetzt weh? Was ist denn Allergenschwall? Okay, die. Hab ich den jetzt Schaden gegeben? Irgendwie, anscheinend. And I'm dead. Naja gut, wen wählen wir denn jetzt? Was hatte der für eine Schwäche? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir nehmen einfach im Zweifelsfall immer Gazuma. Myx. Ach, das, ach, der große Shy Guy. Bin mir nicht mehr sicher. Ich benutze einfach mal Gleichstrom. Okay, da hat er sogar Resistenz, aber das war trotzdem stark. Natürlich giftiger Abschied. Du kleiner Pisser. Giftiger Abschied. Mushok sieht aus wie die Pilzvariante von Nocturne. Ich mach trotzdem mal Gewitter. Gewitter geht immer. Uff. Ja, das war's mit mir. Viel Spaß. So sind seine Temtem alle tot? Ja. Uff. Au. Leck mich am Sack, sind die Viecher hier stark, ey. Ah, er hatte bestimmt Schwäche Feuer, glaube ich, gehabt. Machen wir mal warmer Knuffler. Oh ja. Das hat ganz okay funktioniert. Okay, der muss nächste Runde aussetzen. Das heißt, ich hätte die Möglichkeit, mich jetzt zu heilen. Aua. Jetzt muss der nämlich aussetzen. Und jetzt kann ich hier nochmal einen warmen Knuffler machen. Was? Wieso muss der nicht aussetzen? Der hat sich doch gerade eben schon mal überlastet. Hoch! Unermüdlichkeit hat der, glaube ich, drin gehabt. 1735 EP Instant Level Up. Okay. Direkt nochmal Salbe. Jetzt muss er sich aber ausruhen. Und jetzt machen wir warmer Knuffler. Hohohoho. Uff. Stirb. Stirb! Was soll das? Der killt sich jetzt selber, oder? Nee, doch nicht. Ladies and Gentlemen, we got him. Oh. Das willst du wegen einem HP! Wieso kann der denn angreifen, selbst wenn er sich überlastet hat? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ach Mann, ey. Oh, guck mal, Tutorial von Ohnmacht. Ach, Mann. Okay, aber wenigstens leben wir wieder. Ist doch kacke. Ach, ich bin aber auch gerade am Überlegen. Ja, das Gialis wird ja auch nichts ausrichten können, weil Kristall gegen Kristall ist halt... Obwohl, ich habe ja auch Kampf, ne? Vielleicht sollten wir... mein Psycho mal austauschen gegen Gialis. Ich glaube, damit kann ich mehr ausrichten. Okay. Let's go.